Okay. James, did you hear the announcement? I even felt it. Damn, you're that close to it? Are you all right? Uncool. The news feed said it crashed into a building and that it's about to fall into a chasm. Yeah. We can't pass up a fucking golden opportunity like this. Pass up a go? No, wait, James, are you crazy? Too late, bye! Ob ich verrückt bin? Das fragt sie mich. Derjenige, der Happy Pillen und Alkohol trinkt. The bar was named Icarus and met its end fittingly. I didn't have time to savor the irony. An impossible chance to get Kovalev has just fallen out from the sky into my very lap. Or at least my very neighborhood. Okay. Uncool. Oh Gott, ich geh doch jetzt hier nicht. Ja. Ach du Scheiße. Telefon. Danke. James, are you hearing this? Fire department on site. Ambulance is in 13 minutes. Secure the area. Do not go inside. I say again, do not go inside. Sounds like good advice. Ja. Okay, hier geht's nicht weiter. Oh. Ja, weiter runter, wa? Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Sieht auch alles nicht mehr so stabil aus. Also, ich weiß ja nicht. All you sons of bitches in Brooklyn, hold your positions. And get the crowd pushed back before it comes down on top of them. Sarah, mute this channel. What? You allergic to orders? Guess I am. Ja. Hat er nicht gesagt, wir sollten nicht reingehen? Na gut. Oh, wir gehen das mal. Oh. Oh. Okay. Wow, da hatte ich gerade. Frame-Einbrüche. Was ist hier denn? Eine Schallplatte. The Moon. Okay. Warum? Also, warum liegt eine Schallplatte auf Klo? Fragt sich keiner von euch, warum hier eine Schallplatte auf Toilette liegt? Okay. The Enemy of Prosperity. Alkohol. Der Feind des Erfolgs. Oh, naja. Mir scheint er zu helfen mit den Happy Pillen. Mit den. Uiuiuiui. Boah, das Feuer sieht aber gut aus. Mega gut animiert. Zumindest bei mir. Weiß nicht, wie das bei euch rüberkommt. Bei mir sieht's geil aus. Psycate, wie sieht's eigentlich aus? Hattet ihr jetzt mittlerweile wieder irgendwelche Ruckler oder irgendwie sowas? Glaub nicht, ne? Glaub, sonst hättest du auch schon längst was gesagt, aber bei mir sieht das hier wirklich alles Tito aus. Sieht alles okay aus. Was so ausgelassene Frames und Renderverzögerungen anbelangt. Staatlich anerkannt. Aufmerksamer Bürger, aufmerksame Gesellschaft. Ja. Oh. Hier draußen war doch auch noch irgendwas, oder? Kenne ich eine Zeitung? Ja. Okay. Die große Geste eines großen Mannes. Edward Green sponsert die Ausstellung im Central Park. In diesem Freitag wird der Central Park mit Schätzen aus dem alten Kontinent gefüllt sein. Der Eintritt ist für alle Bürgerinnen und Bürger New York Citys frei. Dies ist der Großzügigkeit des populären Politikers und Philanthropen Edward. Ach, kennen wir doch schon, oder? Erlass oder Einspruch, der Kongress, Skandal im Depot, das kennen wir schon. Okay. Haben wir. Ja, tatsächlich schon gelesen. Mir ist nichts aufgefallen, okay. Das ist gut. Sensationell, perfekt. Körperauktion jeden Freitag. Deswegen mit den Körperaktionen und Auktionen, okay. Da werden die Körper dann versteigert und das, was wir ganz am Anfang gesehen hatten, im Intro, in der Erklärung, stelle ich mir so, das
ganz kranke Zukunft, also wirklich. Oh, erstmal wieder einen Schluck gönnen. They didn't wait for the gravity to do the killing. Swell. I prefer to interrogate corpses. Their deaths tell me more than their lies would. James, evacuate whoever you can and get the fuck out of there. Little late for that. See for yourself. Ah, mach mein Videofeed an. Die Icarus. Oh shit. Irgendwo über Brooklyn. Good question. Help me identify Kovalev. I bet his corpse will open right up if we ask it all nice like. Ist Kovalev unter den Opfern? Man weiß es nicht. Okay. Brauche ich ja noch nicht. Guck mich mal ein bisschen um hier erstmal. Sind ja Gamer. Ich kann auch nicht springen in dem Spiel, also ich kann tatsächlich nur laufen, etc. Oh. How about this guy? Not even close. Quit fucking around. Hallo. Woher soll ich das denn wissen? Sarah, sei doch mal ein bisschen lieber zu mir. Was hab ich dir getan? Ist ganz schön zickig, die Olle, ne? Ganz schön eine Zippe. Drenched in his own blood. This isn't Kovalev. Ja, guck mal, das ist doch eine anständige Antwort. Das ist nicht Kovalev und gut ist. Warum musst du mich hier so anmachen? Boah, das sieht echt überhaupt nicht gut aus. Contents of this bar cost more than the place itself. Okay. Das wäre mir jetzt auch als allererstes aufgefallen. That's all that's left of the bar. Guess I was late for the ride. Yeah, too bad you missed your chance to die screaming in a fire. Ja, sehr schön. Noch ein bisschen mehr Sarkasmus bitte. Ba-da-ba-ba. Wir untersuchen den Tatort. Wir untersuchen den Tatort. Hallo. Was? Ein abgebissenes Baguette. At least it shed some light on the matter. Take these pictures. Hä? Welche Fotos? Sollte das heißen, dass ich mehr Fotos machen soll? Ich kann. Sind die Stühle alle nur... Warum verschwinden die Tische und die Stühle, wenn man sich denen nähert? Sind das auch nur Hologramme, die sich verfestigen können? Hm. Ich fotografiere erstmal die anderen. Vielleicht haben wir ja Glück. Der grillt noch ein bisschen weiter. Wenn wir am Ende wieder zu ihm kommen... Dann ist er vielleicht durch. Mal gucken, wen haben wir denn hier? How about this one? That's not him either. Kovalev is fatter. Shit. Er ist dicker. Okay. Moving on to reconstruction. James, we don't have time. Sarah, I'm going to find out what happened here. Doch, full doch. Stop. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Okay, sure. Ich dachte. Don't worry, I'm sure everyone here can afford new bodies. Fuck them. Oh wow. Muss ich da jetzt ins Ich muss doch jetzt nicht hier ins Feuer reingehen, oder? Ah, hier hinten. Okay. Ja, ich auch. Vielleicht ist da ja wieder irgendwas drin, was ich stehlen kann. Fuck. It's far
Baxel go. So we don't know what caused the explosion? Not yet. James? Yeah. Robbing Kovalev is not the same as swiping a cigar from a corpse. The whole place is about to fall apart and take Kovalev's secrets with it. I'm not about to let that bastard get away from me again. Hey, if you fall, I'll say you acted alone. I'm fucking serious. Fine. Let's get to work. Meine Güte, ob wir jetzt einen Schmuggler ausrauben oder eine Zigarre vom korrupten Politiker fehlen. Also am Ende kommt es doch aufs Gleiche hinaus, oder? Also. Nee, jetzt. Ein großer Unterschied. What do you think? Unfälle passieren. Er wurde aufgeschmissen. Okay. Willkommen zurück, Plugins. Get what? He was impaled. Er hat eine Waffe. Das habe ich gar nicht gesehen. Wann hat er eine Waffe in der Hand? Warte mal, da waren doch noch andere. Oh, okay. Against that much force? I didn't stand a chance. Boah. Die Stange hat mit 360 km/h seinen Körper durchbohrt. Okay, nett. Was denn hier was? Ah, hier unten. Okay. These shards came from someplace else. Da hast du elektrische Komponenten. Oh. Sign. The ads in the city are deadly effective. James, I'm begging you. He's got something on his neck. Am Nacken? Ah. Check it out for me, would you? Nils Dean. Huh. One of ours? Agent from the department. Oh, korrupter Bulle oder was? Klingt ja fast nach einem korrupten Bullen. Oder doch kein korrupter Bulle. Anscheinend hat ihn Kavelov oder wie er auch immer, Kavelov oder wie auch immer heißt, doch erschossen vorher. Gute Zeitlupe. Ja, danke. He came from this side, bleeding heavily. The marks will be visible under UV. Thanks, detective. Okay. Gucken, wo uns das Ganze hinführt, wa? Adrenaline's a hell of a drug. The blood trail leads all the way to the lounges. It must have come from there. Oh. Guten Tag. Oh, was haben wir denn hier für einen netten Koffer? Ach, ich muss da unten wieder rekonstruieren. Ein bisschen Angst, dass es hier auf Zeit geht oder so, weil sie sagte ja, dass wir das hier alles untersuchen sollen, bevor das ganze Gebäude hier in die Luft geht. Wow.
Okay, beim Sprung. Wurde er getroffen? Schuss von dem Bein. He kept his cool. For all the good it did him. Let's see where he jumped from. The whole couch is fucked up. Is this more of the undercover's blood? He would have bled out. Must belong to the guy next door. Er sieht auch nicht mehr gesund aus. No data available. Gotta be some big fish. I'll take photos. We'll identify him later. Ja, gerne. Gerne, gerne. What is that? A brand name? Could be. Or maybe somebody's initials. Okay. Nailed him right through the head. Boah. Zauberer Schuss. Ah, Füße, kein Fußfetischist anscheinend. Hier, da, da, da. Der Koffer. Ah, der Koffer. Damaged. Someone shot through the suitcase lock. I'll check for ballistic trajectories. The side of the bar erupted in a hail of hot lead. Turn the lounges into Swiss cheese. Into what? Was ist mit unserer Stimme passiert? People used to talk like that. So. I heard in some movie. Okay. Oh yeah, I forgot. Oh. You're a movie buff. Ich dachte, du sprichst gerade einen amerikanischen Trailer für einen Film ein. All cloak and dagger in hushed tones until the spray of bullets caught them flat-footed. Nimmt das Ganze nicht so ernst, oder? He managed to scram. Agile body, fast reaction time. Oh. Grade B, maybe even A. Where did he get the money for that? Aber von wo kam die Kugel? Und da kann sie schlecht gekommen sein. Von da hinten. Krass. The bullet turned his brain to mush. It'll take years to reconstruct his Icarite. James, can you get into the suitcase? Soll ich den denn öffnen können? Okay. Lock works. Ernsthaft? Let's see. At least we know where he got the money for that hot rod body. Ah. Doch korrupt, wa? Also ich meine, er wird es sicher nicht vermissen, oder? Das Geld? You've never been tempted to... No, no, put it down. Yeah, yeah, just asking. Nee, nö, ich würde es schon gerne mitnehmen. Warum darf ich das Geld nicht mitnehmen? Finde ich nicht in Ordnung. Why is our agent neck deep in this? What's his fucking deal? Ich dachte, ich kann das jetzt lesen. Ich habe den Kerl schon mal gesehen. Sollen wir den Chief informieren? Ich verurteile ihn nicht. Hey, I remember that agent. Ich habe das obere genommen. James. No, no, listen. If he's the guy hired to do the dirty work with Rachel. He was up to no good here, too. We really don't have time for this. Right, right, okay. I'll haul ass. I don't think we'll get any more out of the Swiss cheese lounge. Let's move on. Also scheinen sich die Fälle mit unserer Frau zu überschneiden, so langsam. So, darf ich das Geld jetzt mitnehmen? Ich würde es gerne mitnehmen. Ach, warum denn? Warum? Ah, genau, hier hatte ich ja noch was.
turn on the UV lamp. Okay. Dann nehmen wir mal der Blutspur. Prints are everywhere. Well, it is his bar. Ah. Spilled a few Bloody Marys, so to speak. Let's follow the traces lead here. Some unidentified substance. Reads is flammable. Oh, sein Blut. Kovalev started walking from this spot. Bleeding like a faucet. Even more than that dirt you see. Okay, jetzt sind wir ihn ja jetzt auf der Spur. Das ist ja jetzt schon mal ganz gut. Oh Gott, wo kam er denn jetzt her? Ach, so sieht er aus. Ja, komm, so dick ist er jetzt nicht, ne? Oder ist das der Barbesitzer? Nee, das ist Kovalev, der Typ halt. Der Schmuggler. Boah, da hat Sarah aber schon ein bisschen Fettshaming getrieben, oder? Alte Sau, alte Sau. In die Schulter. Wer schießt den Barkeeper? Das ist doch der Barkeeper. An endangered species. I'll figure out where the shots came from. Got the latest generation? One that picks up the trajectory of bullets? Relax. I'm old-fashioned, but I make exceptions for toys that make my job easier. Gehen wir mal da nach oben hin. Hey. Das sieht ja auch nicht aus. The attacker shot from the stage. Any thoughts on who did the shooting? Got a dead guy here who'd make a decent suspect. Er hier? Nein. Er. Ich sehe ihn eben. Wer ist er denn? He's great at playing a dead guy. Really in character. Ja, dabei ist er gar nicht wirklich tot, weil sein Bewusstsein noch weiter existiert. Nur jetzt im anderen Körper. Es ist so gruselig, ne? Wirklich. Is it him? He shot Kovalev before he got hit himself. Wirklich super gruselig. Warte mal, ich konnte da unten doch auch noch mal. Machen wir das da unten zuerst oder das? Ne, mach da unten mal weiter. Also ich kann hier unten. Ich kann hier unten gar nicht mehr weitermachen. Okay. Dann machen wir doch da oben weiter. Ein Hin und Her. Oh, falscher. Oh, wow. Leicht Blut verloren. Mal geschossen auf den Barkeeper. Aber er hat sich nicht selber erschossen. Ah. Can you check the DNA? Body's assigned to a user named Edmund Christo Basmond. Doesn't tell me anything. Yeah, I didn't figure it would. Employed by Phalanx, an elite private security company founded by someone called Miller. If I were this guy, I'd look for another job. Yeah. He fired 4 shots before he fell to the ground. But only one hit Kovalev. Thank you.
was a security guard shooting at Kovalev? Good question. Hmm. Something provoked him. He must have been startled to have such shitty aim. Straight in the Ikarite. Whoever tapped him was a fucking excellent shot. So now the question is... They have full of us. Exactly. So long, Edmund Christo Basmond. Okay. Let's go. Sieht schon cool aus. Vorne kann ich noch. Ich glaube, da haben wir ja auch alles. Dann machen wir ihn hier jetzt. Oh Gott. Oh, der ist leicht. Der ist schon zu durch. Wird wieder. Yo. Fire only consumed his flesh. You can always buy more of that. True. To a guy like that, cost of a new body is no worse than paying a parking fine. Wie gesagt, unheimlich. Sehr, sehr gruselig. Also in solcher Zukunft möchte ich definitiv nicht leben. Oh wow. Ja, es sieht ungesund aus. Sounds like clockwork. You recognize him? John Park? The third one in the photo with Green. The main shareholder of Demmer? Ah. Fucking Demmer. Ja, scheiß Demmer. Ja, mit eurem Fake Food. Ich will kein Fake essen. Oh. Ribs completely crushed. Multiple minor injuries. Oh, das sah auch nicht gesund aus. Covered in some kind of flammable shit. We found the same substance on Kovalev. What does it look like to you? Something exploded right next to him. Concussive force broke all his bones. Intense heat set him on fire. Shit. The poor bastard really suffered. Aber was denn? Hier liegt gar nichts, was irgendwie. Especially for people who eat Demmer food. Can you find the source of the explosion? As long as this shit glows under UV light, yeah, I think so. Aber der ist doch von der anderen Seite geflogen, oder nicht? Ah! Ah, der kommt von... Okay, der ist von... Holy shit, alles klar. Der ist einfach nur da. Boah, er ist aber gut geflogen, der Junge. Hiyayay. Woanders hingeflogen. Wo kann ich denn hier jetzt was machen? Der. Der fliegt auch weg. Alle sind sie am Fliegen. Time to check on Park's friends. What was Punk? What'd you say? Nothing. Just that we better get a move on. Okay. Geil. Martin oh, wer ist er denn? The owner of the New York Liberation Stadium? Shit. He seemed like a decent guy. You knew him? Nah. Die Hälfte really. Der Namen habe ich schon wieder vergessen. Shook my hand a few times in the old life. That's all. Wer sind die anderen Personen in der Lounge? Die jetzt alle.
Ah. Eine Serviette. A scarf. Ein Schal. I saw this pattern somewhere. Natürlich. From the photo? Ein Schal. From a speed camera? It's a scarf. But yes, indeed. Jane Salma had a similar one. Similar? Identical. But it's just a scarf. Besides, there's no sign of Salma's presence? No, not yet. Ah, was nicht ist, kann ja auch kommen. Weird. I can't read the Ikarite. Destroyed? Doesn't look that way. I just can't access it. Der hier. Der hat einen Barcode auf seiner Hand. I see a code on the hand. Will you check it? Expensive bodies don't usually have those. Could have been a recent purchase, maybe? Just hadn't gotten around to removing the serial number yet? Mm-hmm. Oh, weird. It's unregistered, but the body was bought by Phalanx for... Holy shit! For $4 million? Way too pricey for a bodyguard. Sarah, meet Mr. Miller. You think that's the owner of the company? Not only that. Arms dealer, smuggler. Don't bother looking in the system. You won't find anything. This asshole works for the government. Natürlich. Got some documents. I don't believe it. Do people like this always keep secret papers just lying around for anyone to see? Ja, wirklich. Stimmt denn mit denen nicht? Also gerade in solcher dystopischen Zukunft sollte man das so nicht mehr machen. What? They want to make it even lower? And add tons of taxes. I'd say it's a long-term plan. Are they gone fucking insane? They can't do that. Roy hat geplant, die Massen abzulenken. Ihre Pläne werden warten müssen. Ich nehme das untere. Roy was planning the games. Did you read about that? He wanted to distract the crowd. Genau, damit sie probably supposed to protect the rich. Damit sie die Gesetze dann schön durchdrücken können, ohne dass sie jemand mitbekommt. Breaks my heart. I wouldn't say fucked up. Delayed, maybe. But you know, sooner or later, they'll resurface in new bodies. At least it ought to take them a while. Right. Well, in any case, the longer the plan takes to get started, the better it'll be for the rest of us. Ja, ja, ja. Motherfuckers. Whoever blew them up may have had a point. You got that right. How can we connect it all? Trace evidence of explosives ties directly to Kovalev. I'll check around the bar again. Ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt so sicher bin, aber... Ah, andere Seite, toll. Ja, ich kann ja einfach durch die Stühle durchgehen. Das sind ja irgendwie nur Hologramme anscheinend. Und durchs Feuer kann ich auch latschen. Shells, 45 caliber. No shit. Kovalev used a Tommy gun. Nothing like the classics. Ein echter Klassiker. Eine Thompson Trommelmaschinengewehr. Darf ich wieder rumlaufen? Warum hat der Barkeeper solche krasse Thompson, so ein krasses Thompson-Trommelgewehr? Das ist... Ja, Welcome to America, würde ich mal sagen, oder? Das hatte mit Green zu tun, das hatte mit dem Gesetz zu tun. First he took out Green, then he got to the rest of his gang. Turned against his own. Ja, genau. It started with Kovalev. First, he served a cocktail he whipped up himself. Treated the next guest with a hail of
bullets. Finally earned a bullet himself from Oscar Winnow Edmundo. Kovalev gave as good as he got. In the end, he finished off the crooked UC. Just so unnecessary. Necessary or not, in the end, the Neon got him. They got hit hard. We're lucky. You know what they say. Follow the trail of blood. Nobody says that. Doch, doch. Sobald wir das sagen, stimmt das. Was kann ich hier jetzt sammeln? Blut. I was right. Time to break out the UV lamp. Ab zum Schmuggler. Ah, ist er das doch? The trail leads to this guy. We've got Kovalev's prints on the handle of the knife. Ah, okay. Übel. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Da hat er ein Messer im Kopf stecken. In der Stirn. It wasn't just his drinks that had a kick. Who's the knifer? Zikorak's cut. I'll check the blood. Au. Muss man sich ja auf jeden Fall nochmal angucken, ne? Another one of Miller's bodyguards. Seriously, where does he get these guys? Nice display of bravado. I bet he was in the army. You don't get reflexes like that just from a body. It takes training, years of it. I'd also say no. He had to use the knife, because I think by then he'd lost his gun. Ja, stimmt. The impact knocked Kovalev off balance. He dropped something. Hat er denn? Hat er fallen gelassen? Achso. Was denn? Something new. Dynamit. You think he blew himself up? Nah, I doubt it. I doubt it. Did he have? Hat er noch mehr? Nein. Hat er jetzt noch eine Dynamitstange ins Auge gerammt oder was? Nee. Hier. Okay. We're following the trail of blood. Ja. Again. You know, like they say you're supposed to. Ja, ja, mach hin. Ein bisschen Blut. Also mit dir habe ich ja gar nicht mehr gerechnet. Music Monk. Hallihallo. Hallihallo. Wie geht's dir? Wie geht's, wie steht's? Warte mal, wo müssen wir längs? Oh, wie geht's dem Music Monk? Hallo, herzlich willkommen. Uri, mein Lieber. Ja, ich bin wieder da. Sehr lange Pause. Aber die musste ich leider nehmen. Notgedrungen. Okay. Jetzt darf ich hier wieder um die... Oh. Holy shit. Ah, krass. Okay, er hat erstmal hier alle erschossen. Und dann hat er sich selber mit dem ganzen Dynamit in die Luft gesprengt. Okay. Oh, meine Nase juckt. Good question. Ja. Okay.
okay, er ist auf jeden Fall nochmal gestolpert, als er hier rüber gesprungen ist. Andere Seite. Here, you got hit again. Oh ja. Oh ja. Au. Oh. Kovalev got shot a few times, but he kept going. The reconstruction's complete. Get the safe. Wem wurde er denn jetzt wieder erschossen? Da hinten. Okay. Aus der Richtung. Hier lag doch auch noch einer, oder? Lag hier nicht auch noch einer? Warum? Okay. Er wurde vom Geist erschossen. Why did he want to blow himself up here? You already have all the data. Open the fucking safe before it all collapses. Roger that. Was ist dieser blöde Safe? The safe should work again. Ah, da. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Is it a real scotch? Are you crazy? Go! Oh, ich weiß ja nicht. Ich meine, wir hatten ja auch schon eine Zigarre, ne? Also einen echten Scotch. Ich scheine ja immer nur Fälschung zu trinken. Ja. The universe has presented us with a gift. Gotta respect the universe. It's a card. Ich habe gesehen. There's something on it, but without any data. You're out of time. Take what you have to take and run. Oh, okay. Wait, there's something else there. There's no time. See this? Green rope to Kovalev. Oh, I see. Now, do you want to be scraped off the pavement? Right. I can think of better ways to spend the evening. Could okay. Green and Kovalev have been working together? And why did the fucking bartender want to blow himself up in this particular place? What was he hoping to accomplish? Wo muss ich? Wo geht's denn hier jetzt raus? What the fuck? Sarah, are you there? Find a window to fly out of. Shut up, Psychate. Gibt's kein Fenster zum rausfliegen? Wer spricht da? The question is, what can I do for you? And how much can I help you understand? Buzz yourself around the ripest corpse. The one you missed. You'll need to be more precise. Welche Leiche? There are several corpses here. Close to Kovalev. Close enough to take him out with an explosion. Time could be the net the bastard was trying to trap me in. I had to act fast. Okay. So, wie komme ich denn jetzt raus? Da vorne. Okay. Laufen wir mal einmal rum. Ah. Ja, Music Monk, ja, es sind verschiedene Gründe, ne? Also ich musste ja auch Insolvenz anmelden mit dem Unternehmen. Und bis das Bürgergeld dann auch mal angekommen ist, Bürgergeld anmelden und die ganze Geschichte, was so alles dazugehört, das hat alles wirklich viele Monate gedauert. Ja, und dann kam ein zum anderen. Dann hatte ich die letzten Wochen What kind of shape is he in? Dead. Is that just a temporary state for big wigs like him, unfortunately. Okay, was hat Green ihnen getan? Was ist he mit ihnen? The explosion. Why was Kovalev so determined to kill this guy? He almost got away, didn't he? Do you recognize him? Wait a minute. Mach ich da? CTC director. From the rotten family that invented the Icarite. His signature was on the documents from the lounge. He and the others found a way to strip the poor of their bodies to pad the pockets of rich assholes. He's just another dead asshole to me. What do you want? Okay, warte mal. Also,
werden die Körper, die werden nicht gezüchtet, die werden einfach irgendwelchen armen Leuten, also irgendwelchen Leuten aus der Unterschicht genommen, um damit die Reichen ewig leben können. Oh. Das ist ja noch widerlicher. You have a unique chance to get justice. Desynchronize him. Buy some time for the poor people. You think it's justice to desecrate an Ikarite and a corpse? Yes. If you shoot him through a Ikarite, he'll suffer. And more importantly, oh nein, wir schieben wieder unsere Hallus. It will take months, maybe years, before he gets back on his feet. You gave time to people who really need it. Boah. Okay, also wir... Okay, also er selber ist einer der Gründer, der halt dieses Ikarite erfunden hat und entwickelt hat, damit die Reichen ewig leben können. Allerdings ist es tatsächlich eine gute Möglichkeit, Gerechtigkeit zu bewahren, ihn jetzt einfach zu töten. Oder können wir tatsächlich im Spiel versuchen, ihn auch zu fangen und einzusperren? Wir sind immerhin Ermittler, wir sind Detective und Polizist. Wir können ihn doch nicht einfach töten. Das würde ja auch komplett gegen den Kodex eines Polizisten entsprechen, also. Ich glaube, ich werde ihn nicht erschießen. Ich meine, wir sind... Ja. Das Ding ist halt, ne? Also ich meine, wenn wir ihn jetzt seine Kugel ins Hirn jagen, zerstören wir damit sein Bewusstsein, sein Ikarite? Oder... So you have chosen death. Danke. Oder... Oder ist sein Bewusstsein schon weitergewandert in seinen nächsten Körper? Dass er da schon einen nächsten Körper hatte? Oder hat er Backups von seinem Bewusstsein? Das wissen wir ja alles gar nicht. Deswegen wissen wir auch gar nicht, ob es überhaupt was bringt, ihn zu erschießen. Ich tippe nämlich, es bringt nichts. Weil er liegt ja hier schon. Der Körper, den wir hier vor uns sehen, der ist ja schon tot. Und das Ding ist, wie kommt sein Bewusstsein in einen neuen Körper? Muss der aus diesem Körper entnommen werden und dann in einen neuen Körper eingepflanzt werden? Oder wie ich eben schon vermutet habe, dass es davon irgendwelche Backups gibt, die dann in die Körper verpflanzt werden? Egal, ich mach nicht schießen. Ich erschieße ihn nicht. Ich gebe ihm keine Kugel. This isn't right. And what is right? Thousands of souls that will go to the memory bank. You can buy them time. Just pull the trigger. Ja, guck mal, ich verschaff ihnen einfach nur Zeit, ne? Nee, das mach ich nicht. Warum soll ich auf einen Fremden hören? Warum sollte ich auf ihn hören? No guts. Who are cops here to defend? People like Boyle? Innocent folks, this is a chance for some justice. Aber das ist ja Selbstjustiz, was ich hier dann mache. Chan sagt, drück ab. Warum wollt ihr, dass ich den töte? Plagens möchte, dass ich ihm eine Kugel gebe. Du möchtest, dass ich ihm eine Kugel gebe. Was ist denn los mit euch? Okay. Bevor ich abdrücke, ich lasse das jetzt erstmal so. Ich drück lieber auf Pause, nicht, dass er hier irgendwas anderes macht. Du ballert hinweg. Music, was möchte ich jetzt? Alter. Was ist denn mit euch los, sag mal? Hör mal auf. You deserved it, motherfucker. Nein, um Gottes Willen. Wie, warte mal. Hätte nicht ein Schuss gereicht? What? What have I done? Ah, James, can you hear me? It's about to go down. We've got to get out. Ja,
Ja, was habt ihr getan, liebe Leute? James, you have to get out of there. Was habt ihr getan? Ja, Double Tap, ne? Wie in Zombieland. My not so great body and a great hand. Damn, was I right. Instead of dead, I was ahead for once and ready to break the case of the century. Hey, Chief. Did you hear they served scotch with lead at Icarus? I didn't hear anything. Especially not from you. Because you weren't fucking there. I got some evidence. Ties to Green. Rock solid. Fuck. First you sent me that bullshit report, and now you got evidence. You listen to me right now. You weren't there. Understand? And we're not talking now either. In fact, I haven't spoken to you since the accident. Got it? Chief. Nope. That's it. I'm pulling you off this case. Nein. Shiner out. Ach, warum denn? Wir haben doch alles rausgefunden. Ja. Ja, liebe Leute, das war's denn, weil wir ihn erschossen haben. Was war denn das Spiel? Jetzt dürfen wir wieder von vorne anfangen. Christ, you old bastard. Why do you have to throw me off the case? Das ist eure Schuld. Er wurde bestochen, hat kalte Füße bekommen. Alles meine Schuld. Na gut, es war ja alles meine Schuld. Ich wollte nur einen Gefallen machen. Aber ich musste es gehen und es abfucken. Und jetzt ist er versucht, es unter den Rug zu schieben. Das ist ein Bastard. Niemand macht Rugs groß genug für das. Ja. No wonder he's mad. No doubt about it, this case smells worse than a two-week-old corpse in a storm drain. So many victims. Who's really behind it all? I don't know his name, but I can already tell what kind of man he is. Ein selbsternannter Richter, ein verkommener Bonzen. Okay, ein Pseudo-Revolutionär, ich nehme den Bonze. Some depraved bastard, driven with gold. So disconnected from the rest of humanity, he thinks he can kill whoever he wants, whenever he feels like it. Ich weiß auch nicht, wer dieser Fremde ist, ne? Also ich wäre anders gegangen. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich hätte nicht geschossen und ich hätte nicht auf den Fremden gehört. Ich glaube, das wäre die bessere Wahl gewesen. Terra hat nichts getan. Nee, das nehme ich nicht. Die Spur ist erkaltet. Befehl ist Befehl. Schaut mal, also wenn ich hier jetzt auch die Dialogoption anschaue, ne, so Sarah hat nichts getan, das lasse ich jetzt mal komplett selbst stehen. Befehl ist Befehl lasse ich jetzt auch mal so selbst stehen. Aber gerade das hier, die Spur ist erkaltet, deutet ja schon darauf hin, dass es wahrscheinlich komplett einen anderen Verlauf genommen hätte. Vermute ich jetzt mal. Ich weiß es natürlich nicht. Ich vermute mal, dass es tatsächlich einen anderen Verlauf genommen hätte, wenn ich ihn nicht erschossen hätte. Weil dadurch, dass ich ihn jetzt erschossen habe, ist die Spur erkaltet. Könnte das ein Zusammenhang damit sein? I'll tell you one thing for damn sure. If I knew where to look for that prick, dass der Fremde halt auch mit den anderen unter der Decke steckt und mich und euch gerade manipuliert hat. Something festering, somewhere deep down. Man weiß es nicht. Underneath the routine. Mal sehen, ob wir es noch herausfinden werden. Steel. Below the predatory grin of the neon lights, an infection has set in. It's like everybody started having the same nightmares, night after night. Warum seid ihr eigentlich alle so kaltblütig geworden? Ich glaube, ich habe mit euch zusammen, glaube ich, zu viele Horrorspiele gespielt, oder? Kann es sein? Ihr seid echt kaltblütig geworden, liebe Leute. Bitte doch mal wieder warm.
Zeig doch mal ein bisschen Empathie, bitte. Etwas verfolgt mich. Something's chasing me and there's nowhere to hide and no matter how fast I go, it's always faster. Ja, das glaube ich auch, Music Monk, das glaube ich auch. Right behind me. Ich müsste eben sterben. Boah, Alter. Oh, fuck. Doch kein Horrorspiel, Mann. This has been one supremely shitty day. Lucky for me, I got just the thing to help get through it. Ach, nee. Geht gar nicht. Ich muss kurz aufs Klo. Weißt du, ich geh erstmal kacken, Alter. Boah, hast du mir, boah, ey, hat mich voll erschrocken. Zum Auto gehen, untersuchen. Wo sitzen wir denn schon? Alter, ey, wir sind echt liebesmüde, ne? Krass. Also ich meine, wir schlucken hier ständig diese komischen Happy-Pillen. Unsere gute Laune-Pillen schlucken die mit Alkohol runter und wir sitzen hier ständig irgendwo am Abgrund. Oh, fucking disgusting. Ja, warum stehst du denn da mitten im... They say it's necessary. Necessary to dump even more pollution into the air. Das ist interessant, dass eben gespielt wurde, ja. Ja, Chan, ich merke das schon, Chan. Also wirklich, Chan, mit dir lege ich mich nicht an. Ich lege mich schon nicht mit Jonas an, weil er macht Kampfsport. So, da habe ich jetzt schon Schiss vor. Aber mit dir lege ich mich jetzt auch nicht mehr an. Also, krass. One of the most expensive restaurants in the city. Ich hoffe, dass ich kein Arschloch bin. Sonst. Ich bin nur ein Arschloch zu Psycate. Aber Psycate kann das ab. Das ist okay. Psycate ist teilweise auch ein Arschloch zu mir, somit wir sind beide gegenseitig Arschlöcher zueinander. Das ist okay dann. Minus und Minus ergibt Plus, oder? Also. Hm. Mega cool aus da unten, da ist auch voll die Crowd. Ist da wohl für Filme spielen? Also ich meine, hier ist ja mittlerweile alles fake. Also die Nahrung ist fake, der Tabak ist fake, alles was irgendwie angebaut werden kann und so, scheint ja alles fake zu sein. Es wird ja alles künstlich hier nur noch hergestellt. Wie ist denn das mit den Filmen, mit den Schauspielern? Sind das auch nur noch irgendwelche, keine Ahnung, die schon 150 Jahre alt sind und immer noch Schauspielerei betreiben und sich aber jedes Mal wieder in irgendwelche neuen Körper stecken? Ich meine, da geht dann doch total die Vielfalt verloren. Ich meine, das Schauspiel lebt ja davon, dass viele Schauspieler unterschiedliche Charaktere spielen können und auch unterschiedlich Schauspielern. Wie jetzt ein William Defoe, seine Rollen kann jetzt kein Adam Sandler spielen beispielsweise. So, das, ich glaube, da würde viel Diversität verloren gehen, oder? Also wirklich dystopisch hier. Was? Man's a classic. Dreimal Nein heißt ja. Okay. Bisher habe ich jedenfalls keinen Grund, dich zu töten. Okay, da bin ich beruhigt, Chan. Da bin ich beruhigt. Alles klar. Dann kann ich ja in Ruhe weiterleben. Wenn das aus deinem Mund kommt. Sehr gut. Okay. Wir scheinen hier nichts mehr zu haben. Dann gehen wir zurück ins Auto. Alter, er geht auch einfach hier. Das ist wirklich lebensmüde, der Typ, ne? Krass. Hi, Kate. Würdest du das auch machen? Wahrscheinlich nicht. Ey, Psycate, das wäre doch für dich die Hölle hier, oder nicht? Mit den ganzen fliegenden Autos und so. Das wäre doch für dich, wäre das doch die reinste Hölle zu reisen. Wie besorgt man. Fuck's sake. Check engine again. Ja, das Auto sieht auch nicht mehr so gut aus. Fuck it. Na gut, wir hatten hier gerade. Wir hatten hier gerade auch echt eine Explosion, ne? Sieht man hier jetzt auch an der Scheibe. Also durch die Explosion hat das Auto auf jeden Fall was abbekommen. Fucking rich. Ja, haben wir noch gar nicht gelesen, ne?
Ich spüre seinen Atem in meinem Nacken. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen eingreifen. Vervollständig den Plan. Green. Ah, danke. Haben wir hier? Acid Drain. Okay, das klingt überhaupt nicht gut. Ein Säureregen, das ist ja sehr schön. Bürger, der Grad der Luftverschmutzung nimmt jedes Jahr um 0,6% zu. Im Zuge dessen sind häufigere Dekontaminierung nötig und die Haltbarkeit der Körper wird stark verringert. Reduzieren Sie Ihre Abgasemissionen zum Wohle der gesamten Bevölkerung. Wow. Den brauche ich jetzt nicht nochmal. Hier. Der Schwarzgeschein. Jawohl, ein echter Scotch. So muss das sein. So muss das sein. Was haben wir hier noch? Ah, wir haben hier einen schwarz gebrannten Scotch und einen normalen Scotch. Ja, komm, nehmen wir den normalen. Ne? Ja, richtig, ja. Ja, gönn dir. Gönn dir. Scottish Heritage in my hands. Not much in the world makes sense to me anymore. This, I understand. Was steht da? Beb? Benside Single Malt Scotch Whisky. Monk. Music, das ist doch was für dich hier. Das ist doch was für dich. Komm, nehmen wir direkt mal einen Schluck. Jetzt ist eh egal. Wir hauen uns sowieso schon die ganze Zeit Alkohol hinter die Birne. Ein Schluck mehr oder weniger macht den Bär jetzt auch nicht fett, glaube ich. Trinke den Scotch, den du in der Icarus geklaut hast. Ah, okay. Now new facts have come to light, which will bring you live in just a moment, in an exclusive special report. I wonder how Sarah is dealing with it. Kann ich den Schwarzgebrannten jetzt auch noch nehmen? Oh. Kann ich nochmal einen Schluck nehmen? Können wir uns hier besaufen? Ich glaube nicht, ne? Nee, Sarah anrufen wollen wir noch nicht. All this risk for a fucking piece of plastic. Ja, was heißt das denn jetzt bitte? Ist das eine Check-in-Karte für die Rothschilds? Für die Illuminaten? Für die Rockefellers? Man weiß es nicht. Existieren die überhaupt noch hier? In der Zeitlinie? Na gut, rufen wir mal Sarah an. Hello? Hi, Sarah. Listening to the radio? It's the middle of the night. Are you drinking again? Relax. I'm on autopilot. You or the car? Did you hear? Icarus is already in the news. No shit, Sherlock. They've been trumpeting it all over the media for an hour. Wait till they find out politicians have tried to lower the age of free body subscriptions again. Hmm? People are gonna lose it. Die kommen damit klar. Vielleicht werden die Menschen endlich Widerstand zeigen. Welche Linie wollen wir fahren? Also ich glaube schon, ich würde gerne die gerechte Linie fahren. Ich fahre ja eigentlich sonst immer so die antisoziale Linie in Spielen. Aber hier würde ich tatsächlich ein bisschen mehr die... Wobei, wir haben den Typ erschossen, ne? Ihr seid so Arschis, ey. Ach komm. Genau, wir sind jetzt einfach Arschis. Just another Chan, du hast uns zum Arschloch gemacht. Das ist deine Schuld. All the money was spent on living. If I had to pay a year earlier, I probably wouldn't be here. Ja. Ja. So was passiert, eh? Life's a bitch. Thousands of people in the same boat every year. Ihr seid alle schuld. Pan, Flycate, Plugins, Music. Sorry, aber die Politik kümmert mich nicht. Jeder hat seine eigenen Motive, Wichser. Gut, wir müssen die Linie weiterfahren, oder? Sag ich mal, Wichser. Politicians aren't people, they're assholes. That's right. People's lives depend on these decisions. They're what decides if you end up in the freezer or not. Oh fuck, ich hab zu lange nicht mehr getrunken, ich merk das. Oh fuck off with that bullshit. I really can't understand it. I mean, they knew about the consequences. How can they just make decisions like that between drinks?
Like human lives mean nothing. Are there any moral boundaries left? Ja. Genau. Können wir. Alter, ey. Und wir stehen wieder direkt am Abgrund, ne? Das ist echt, der ist krass drauf, der Junge, ey. Er ist echt krass. Wir alle überschreiten irgendwann Grenzen. Grenzen gibt es noch. Sie unterscheiden gut vom Böse. Also wenn ich das mal auf die Realität mal ein bisschen übertrage, dann verschwimmen die Grenzen doch ziemlich eindeutig. Ein reines Gut oder Böse gibt es ja gar nicht mehr. Es gibt ja nur noch Grautöne. Wer ist gut, wer ist böse? Alles hat seine Schattenseiten. Ganz besonders heutzutage. Es gibt nichts rein Gutes mehr. Außer die Ludolfs. Die Ludolfs sind gut. Naja. Wir alle überschreiten irgendwann Grenzen. Ich bin mal realistisch. Genau. Also, wäre unrealistisch, wenn... Es gibt keine Perfektion. Doch, ruhig. Eternal life sounds beautiful too. Until you realize you'll be busting ass for minimum wage until the end times, right? You seriously think das ist eigentlich mal. Würdet ihr gerne unendlich leben? Würdet ihr gerne unsterblich sein? Also jetzt mal von diesem Universum hier mal davon abgesehen, weil hier, also diese Welt hier ist ziemlich abgefuckt, aber ja. Der generelle Gedanke, unsterblich zu sein, hättet ihr da Lust drauf? Würdet ihr das cool finden? Nur eine Frage der Zeit. Die untere Antwort ist auf jeden Fall die realistische. All I know is there are too many temptations in our way. And if we live long enough, we trip on one. Chan sagt nö. Just nihilism. It's doom gibberish. Ich persönlich auch nicht. Also, ich halte da auch nichts von. James, can I ask you something personal? Außer ich muss eine Ausnahme mit einstreuen, außer wenn wir tatsächlich mal angenommen, wir könnten unser Bewusstsein tatsächlich irgendwo speichern oder auf irgendwelche Androidenkörper oder sowas manifestieren und überschreiben, dann würde ich es tatsächlich für mich selber interessant finden, eine Reise durchs Universum zu machen. Also wirklich eine Reise durch Galaxien zu machen. Wenn ich ewig lebe, dann kann ich auch 200.000 Jahre reisen. Das wäre dann ja egal. Weil Zeit dann absolut keine Rolle mehr spielt. Und das würde ich tatsächlich ganz interessant finden, aber Unsterblichkeit zu haben und nur auf der Erde herumzuwandeln, das halte ich für ziemlich dystopisch und auch ziemlich langweilig. Also irgendwann, warum will man ewig leben? Das ist doch, das Leben macht es doch aus, dass du geboren wirst, etwas aus dir machst und wieder stirbst. Naja, wäre auf Dauer auch irgendwann langweilig. Ja, weiß ich nicht. Kommt ja drauf an, was für ein Spaceship du hast. Also, ich meine, wir haben ja schon die Zeit. Ich würde jeden Tag einfach zocken. Einfach das, was ich jetzt auch schon jeden Tag mache. Das könnte ich auch 100 Jahre lang machen. Das wäre mir egal. Es müssten nur genug Spiele rauskommen. Das Schiff müsste so groß sein, dass genügend Leute unterkommen, damit auch neue Spiele entwickelt werden können. Ja, man merkt, dass ich den rummerke. Ich laber nur noch Scheiße. Okay, ja, wir werden sehen. Man weiß es nicht. Ja, genau. Nee, ich glaube nicht an einem Leben nach dem Tod. Okay. Wait a sec. Ziemlich tiefgründig gerade, ne? Also.
Krass, und das von einem Entwicklerteam, das halt wirklich nicht groß ist. Also das muss man auch immer dazu bedenken, ne? Dieses Spiel stammt nicht von einem AAA-Entwickler oder so. Das ist ein ganz kleiner Entwickler. Ich wollte nur sagen, zu meiner Entschuldigung, seit dem letzten Mal, dass ich gestreamt habe, wobei, nee, zu Weihnachten. Hatte ich nach Weihnachten nochmal einen Stream? Ich weiß das gar nicht mehr, ist schon zu lange her. Nee, ich glaube, der letzte Stream war vorher schon, ne? Okay, sagen wir Weihnachten. Am Heiligabend war tatsächlich das letzte Mal, dass ich Alkohol überhaupt angefasst habe. Und ich habe hier jetzt schon dieses Glas Rumplagens, vielen Dank. Aber es ist krass, wie ich das schon merke. Das ist echt uncool. Eieiei. Ich glaube an die Technologie, ich glaube ans Jenseits, genau wie Rachel. Glauben wir ans Jenseits, liebe Leute? Ich glaube nicht ans Jenseits, bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich glaube nämlich an die Energie. Da hatten Psykit und ich gerade vor kurzem darüber gesprochen, dass ich an die Energielehre glaube. Aber an Jenseits und so? Okay. Let's just say, I believe in technology. Now we have Icarite, the bank. Das andere kann ich nicht nehmen. Ernsthaft, Jan? Okay. I overstepped. Relax. Nothing happened. What if you could choose the bank or death? Oh shit. Wie alt ist Jonas jetzt? Boah. There's always a chance the NYPD will unfreeze me. Then they'll put me in debt and make me pay it back. Yeah. Damn it. Oh nein, wir drehen wieder durch. Bloody hell. James? James, what's going on? Medizin nehmen oder trinken? Ja, komm, wir trinken. Ab damit. Gib ihn. Ich glaube, wir hätten die Medizin nehmen sollen, aber wir haben doch sowieso schon die ganze Zeit Alkohol getrunken. Ich weiß nicht, ob das ist jetzt... Ah, guck mal. Ja, der Alkohol macht's. Charms of an E-Class Shell. Der Alkohol macht's. In zwei Wochen ist er 9. Krass. Also mit 9 Jahren schon den Wunsch zu haben, Spieleentwickler zu werden, das ist selten. Das habe ich so, aber vielleicht ist das eine andere Generation. Also ich meine, wir sind in einer Generation aufgewachsen, also du selber ja auch, Chan. Du bist ja nicht sehr viel jünger als ich. Ich meine, wir hatten noch so Wünsche wie Feuerwehrmann, Polizist und was weiß ich. Also als ich 9 war. Als ich 9 war, ich weiß gar nicht, was ich werden wollte, als ich 9 war. Wann hatte ich meinen ersten PC? Nee, wobei... Wobei, das war schon die Zeit, da hatte ich schon recht viel Berührung mit der IT. Ich glaube, da wollte ich sogar schon in die IT reingehen, eigentlich, mit 9. Meinen ersten PC habe ich, glaube ich, mit 7 bekommen oder mit 6. Durch meinen Bruder. Boah, weiß ich aber nicht mehr genau. War auf jeden Fall sehr früh. Ich hab in sehr jungen Jahren schon meinen ersten PC gehabt, durch meinen Bruder halt. Und dadurch wollte ich eigentlich schon recht früh in die IT und alle anderen wollten auch so Feuerwehrmann werden, Polizist oder irgendwas anderes. Irgendwas anderes Cooles, Astronaut und solche Geschichten, aber nicht Spieleentwickler. Sind diese ganzen Aussetzer, sind das tatsächlich nur Synchro-Probleme oder Probleme mit unserer Psyche? Aber wir wollten mit dir ehrlich sein. Okay, das ist... die Entscheidung müsst ihr jetzt aber abnehmen. Ihr hattet euch dafür entschieden, dass wir jetzt auch den Typ abknallen. Also fahren wir ja eine komplett andere Schiene. Also eigentlich eine entgegengesetzte Schiene, die ich eigentlich fahren möchte. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir mit Sarah, unserer Vorgesetzten, diejenige, die uns auch befürwortet hat und die ein gutes Wort bei der Polizei für uns eingelegt hat, damit wir wieder Ermittlungen tätigen. Ich würde eigentlich sehr gerne mit dir gut sein.
Aber was sagt ihr? Okay, scheiß drauf, was ihr sagt. Ich bin ehrlich mit ihr. Mir ist egal, was ihr sagt. Well, that might be where the last guy liked to shoot up. Part of that may be conditioning. Memory imprinted on the shell. When the body gets certain signals, it's trained to react, expecting the drugs. Okay, got it. You were the one who took notes at school. Do you take care of regular synchro tests? Are you taking Ambrosia? Ach, das Ambrosia, diese Happy Life Pillen sind dafür da, damit unsere Synchros mit den neuen Körpern funktionieren und uns. Okay. Ich dachte, das wären irgendwelche Pillen gegen unsere Psyche. Okay. Ja gut, so regelmäßig haben wir die jetzt nicht genommen, ne? Also ich habe mich gerade für den Alkohol entschieden, anstatt für die Pillen. Ich habe das zweite genommen jetzt. James, you're talking bullshit. It's your duty to do that. Thanks for caring. This is my fourth body. I can handle it. Ja, unser vierter Körper ist das schon, okay. Was sind die seltsamsten Synchro-Probleme, die Sie kennen? Ob man wohl unbegrenzt Körper tauschen kann? What are the weirdest synchro-issues you've heard of? I only know cases from police files, and they're not very amusing. I heard about a guy whose senses swapped places. Extreme synesthesia. He heard colors, tasted sounds, and reacted to smells like he could physically touch them. I know what synesthesia is. He was doing fine until he died in the Hört sich an, als ob er Pilze genommen hätte. Well, did it hit him? No, he was standing next to it. The smells killed him. Well, as for your issues, how did the last Icarite transfer go? Why do you ask? Well, did it go smoothly, or did you feel something along the way? Jedenfalls IT-Bereich, ja. Kickboxer, E-Sportler. Sind aber ziemliche Kontroverse, ne? Also Kickboxer ist dann aber mehr Hobby, oder? Oder möchte er wirklich in den Profisport vom Kickboxen rein? Weil, also E-Sportler und Profi-Kickboxen, das ist ja absolut gegensätzlich. Wie gesagt, ich will die Wahrheit mit dir sagen, mit dir, früher sagen. Ich möchte schon ehrlich mit dir sein. Burning and itching all over my body. I thought I was going crazy. Seth, my partner, said something was weighing him down. He also knew a guy who felt like he was falling off of a cliff every time he changed bodies. That's probably not the case. Alter, der Rum war nicht cool. Worry about that. Okay. Attention! Vehicle in a drift prohibited zone! Hands up! What are you holding? Vitamine. Ja. This? Scottish vitamins, officer. I advise you to cooperate. What's your name? I'm on the job, for fuck's sake. You will be held responsible for making false statements. So tell the fucking truth. What are you doing here? Ich säubere den Staat. Ich ruhe mich nach dem Zukunftsverhalten vor zwei Wochen. Ich nehme das erste. Cleaning up the city. Somebody has to, right? I have his data. Ja. James Kara. Badge number 984. He's Department of Mortality, but not active in the system. This guy's full of shit. He's trying to work some kind of angle. One last time. What are you doing here in the middle of the night? Alter, hier ist gerade eine Mega-Explosion passiert. Haben wir das nicht mitbekommen oder was? Nebenjob, Sie kennen das ja. Sieht man das nicht? Ich trinke, mache gerade Lüfterreinigung. I had to take an extra job. Everybody else in the department. You know how it is. Shit. James, there's a bolo from the car from Icarus. Hey, check that out. Oh. Sind auch Korrupte oder was? Es kam schon so aus der Werkstatt. Was der Job schon gesagt hat. Icarus dropped suit over half the neighborhood when it burned.
Got my car, too. No point talking about it. Car runs fine. It's just filthy. Shit! Polo for a 99 Bluebird! Hands in the air! Don't move! Tow the car right now! Okay, okay, okay. Das sieht... Alter! Du stehst mitten am Abgrund! Was soll ich denn machen? Ich mach das erste, weil ich will echt täusch mal eine Desynchronisation vor. Sehr gut, Sarah. Danke. Ui, das ist ja nochmal gut gegangen, oder? Ja, genau. Also nochmal. Klar. Genau. Und noch eine Pille hinterher. Ey, das ist... Alter. Was zum Teufel? Ja, und nochmal nachspülen. Genau. Nicht schlecht, danke. Okay, James. Holy shit. I'm no expert, ja, genau, nochmal, ja. Alles klar. You believe in science. Meine Güte. I believe it's 2 a.m. and I'm getting Whisky. Sick of you. Wait. We still have to talk about the investigation. There are a few things that bother me. Well, keep it short. Der Barkeeper der Icarus spielt eine wichtige Rolle. Ich habe mir Gedanken zum Typus unseres Mörders gemacht. Wir wissen, dass Green keinen Selbstmord beging. Okay, das ist offensichtlich. Der Barkeeper spielt eine wichtige Rolle. Das scheint auch recht offensichtlich zu sein. Ich würde gerne das mittlere, über das mittlere Meer erfahren. I was thinking about the murderer. He's a classic rich prick. From high society, murders his own. What's his motive? If you look at the pieces of the puzzle carefully, there's something about everyone that doesn't fit, right? Exactly. I think I know what it is. It's paranoia. You know the saying, the sleep of reason produces monsters? Put down the vodka and rest. It'll pass. Entschuldigen Sie mal, das ist kein Wodka. Ja. I beg your pardon. It's not vodka. It's the Scottish heritage. Put the damn booze down. Even more so if it's evidence from Icarus. Evidence. Clue at most. Verbessern wir den mal. It's all because of that damn body. Ugh, nonsense. Mental problems, along with identity, character, and memory, are written in Icarite. If you don't solve them, you'll transfer this whole mess to the next shell. You like all these theories, huh? Things you've got no idea about? Shit. Just wanted to talk a little, that's all. Wait. So, up geht's. Flieg! Hallo? Ja, jetzt. Komm! Okay, wow. Lernt einander besser kennen. Apple Trip. Okay, welche Psychosen schiebe ich denn jetzt? In irgendeiner Traumwelt. Das sieht so krass aus, ne? Holy shit.
Rachel. Okay. Was zum Teufel? Was sollte das gerade andeuten, dass wir durch die Unsterblichkeit gefesselt sind und nicht weiterziehen können? Und Rachel quasi weitergezogen ist, da sie nicht mehr an Unsterblichkeit gefesselt ist? Anyway, it was a nice contrast with all these conversations that leave me hungover even when I don't drink. Hm. Naja. Ey, du solltest so absolut nicht fahren. Ey, ich meine, du hast gerade eine Flasche Scotch Whisky alleine geleert. Und wir scheinen uns zu desynchronisieren. Oh, das Auto sieht überhaupt nicht gut aus. I still feel the festive atmosphere. We gather around the fire, sing songs, argue about politics. Thanks to this charade, you lie to yourself for another year that your life matters. Shit. I have to go home. Ah, das da vorne scheint denn Icarus zu sein, die Bar. Oder das da vorne? Brennt hier überall. Ja. Wirklich zurück? Hey, wir sind da. Kann ich mit dem reden? Nee. Na gut. Auch eine Methode, nach Hause zu kommen. Welcome home. James, Kara, I recommend immediate decontamination. The level of contamination of the shell is alarmingly above all norms. Okay. I know. The synchronization test will take place soon. Please do not leave the apartment for the next 24 hours. Fuck. Okay. Lagen hier nicht irgendwo Pillen? Oh. Okay, ich muss ins Badezimmer. Die Pillen lagen in diesem einen Schrank, ne? Da lagen ja einige Pillen. Where are the... Ja, im Badezimmer. Fucking drugs. Ja. Okay, wir sind... Was ist passiert? Ach Gott, wir schieben wieder Filme. Hey, doesn't the hero die at the end? Yes. But he's trying. And when will you cuff me? You want me to cuff you? Don't you want to? Oh, ich weiß ja nicht, aber... This couch and grab my drugs. Ja. I'll die. Drugs should be in the kitchen. Or the restroom. Maybe upstairs? Nee, this is in the bad.
Oder waren das alles nur leere Pillen im Badezimmer? Wie? Bathroom occupied. Please wait. Wer belegt denn unser Badezimmer? Was? Und bin ich alleine? Damn. Empty. I think I had an... I won't get rid of this hologram unless you take me there. Oder wird das... I really would love to go there. Okay. Oder wird das Badezimmer tatsächlich von meinen Nachbarn und allen... Und allen anderen tatsächlich, also dieses Badezimmer tatsächlich von allen benutzt. Ich dachte nur, der Bereich da vorne. Die Dusche halt. Ich dachte nur, der wäre... Okay, aber... Ja? There's nothing in this one either. Ja, natürlich. Well, that leaves the bedroom. Hier lagen noch voll viele Pillen, ohne Scheiß. Wo sind die alle hin? Die haben wir doch gar nicht zu uns genommen, während des Verlaufes hier jetzt. Ja, die sieht auch leer aus. Hä? Ah, Rachel. Wir sind so am Arsch. Wir sind richtig am Arsch. Shocking, outrageous. No wonder people are pissed. I'm pissed. The law makes us slaves of the system without giving us the slightest chance. Tell us to stay at home. Good luck with that. The city is on fire. Attention, the sync test is ready. Immediately approach the Hestia module. Okay. Okay, wir müssen jetzt einen Synchronisationstest machen. Ich sehe einen Schmetterling. Da unten, das sieht so ein bisschen aus wie ein Pikachu, oder? Ich fand, das war ein Pikachu. Logged. James, Kara, welcome back. I'm starting the synchro test. Please take a deep breath and imagine a safe space. Feel the ground under your feet. Excellent. Very literally, but perfect. Please select a seat. Okay. Ist das normal, dass man seine Psychiaterstunden auf einen Baseballplatz macht? Experience that we naturally repress. Gehen mal ein bisschen auf Bonze. In order to enable smooth functioning in the new body, we need to remember the last moments of our lives and together face the trauma of the last death. Yes, I know. Sorry. Before we get to the point, please recall the first death. It was just an injury. I just changed my body and my old shell went to the Hall of Fame. Looks pretty good there. Please start calibration process. Okay, zerschmetterte Baseballbälle sind bei das. Was soll ich denn jetzt machen? So. Okay. Wo ist jetzt hier? Calibration successful. Thank you. Let's go to the memories. Okay, Baseball, Ehering, Alkohol. Proceed to the next stage.
The key to synchronization is the ability to put the past into perspective. Please try to do this. Was war das? You were at the peak of your abilities and career. Have you thought about buying a Synchro Plus program? Thanks. I can't afford it. No worries. Common tests work just as well. Please, continue. Ein Synchro Plus Modell. Oh, klar. Fall runter. Choice. I didn't synchronize with the new shell like I did with my original. Positive rate. Excellent. You found a new purpose in life. Finding yourself in a new reality is a huge challenge. Turns out I have a knack for this job. Do you miss your job? You don't even realize. Let's move on to the last death event. Okay, das wird dann ja wahrscheinlich dann auch der Tod von unserer Frau mit sich bringen, ne? Unser letzter Tod. Dies ja sein Unfall gewesen. It seems that the complexity of the trauma will not allow us to continue. Oh. I can handle it. Ja, natürlich. Synchronization is a process, not an act. Try to isolate minor events using all your senses. Or stop and extend the recovery period. No. I'll remember. I'll get it from my memory. Some shine, grease, burn and... Mhm. Okay, scheint ja. Seriously? Was? Scheinen die Entwickler ja tatsächlich so ein bisschen so gemacht zu haben wie im Echtleben, ne? Dass die Menschen durch Traumata eine Mauer um das Traumata herumziehen, damit sie sich halt selber nicht mehr so gut dran erinnern oder nicht erinnern wollen, um einen Selbstschutz zu betreiben. I had a chance to hit it, but my gun jammed, even though I couldn't. Genauso wie hier. Die Hülle um die Erinnerung gespannt wurde. Oder eine Mauer um unsere Erinnerung errichtet wurde. Ja. Wow. Was geht hier? Hier geht nichts. Ah, hier oben. Okay. Nach oben. Komm mal. Powerful explosion. I think it derailed the train. My ears were ringing and... Fuck! I don't remember. What about Seth and the one you were chasing? Can you focus on them? I'll try. Fast gedacht, dass wir hier irgendwo rauf müssen. Das waren wir früher. I knew he got hit hard. Ah, nee, Seth, okay. But this... James, do you
blame yourself for what happened to him? We got a lousy job. He knew the risks. But I was his partner. He relied on me. Ja. Okay. Wir haben unsere Mauer sprengen können. Das Ganze funktioniert natürlich im echten Leben nicht so schnell. Ihr könnt euch vorstellen, für diejenigen, die noch nie zur Therapie waren, das ist ein Auf und Ab in der Therapie. Also als erstes kommt man in die Therapie rein, redet dann so ein bisschen, weicht auf mit der Therapeutin und dann stürzt man erstmal in einen bodenlosen Abgrund. Und aus diesem Abgrund versucht man dann mit der Psychologin zusammen sich wieder aufzurappeln. Aber auch da gibt es dann wieder Auf und Abs und das dauert wirklich lange. Das dauert wirklich lange. Ich wünschte, das würde wirklich so schnell und einfach gehen, wie es hier gerade passiert ist. Das wäre echt nice. Und ja, ich spreche da leider aus Erfahrung. Leider. Okay. Wir sahen vorher genauso aus wie jetzt. Attention. Dynamic element detected. Okay. Wir sehen doch jetzt genauso aus, oder nicht? Wie können wir denn genauso aussehen? Hat er einen Zwilling gehabt, oder? Ich dachte, wir hätten jetzt einen anderen Körper. It's dangerous. It could be projection, not recollection. Okay. Projections? This is my fucking window. Verstehe. Also scheint das nicht die echte Erinnerung zu sein, sondern einfach nur eine Projektion dessen, was wir uns vorstellen und gerne uns wünschen. Ich glaube, das war gerade fake. Rachel hat sich nicht in den Tod gestürzt. Your mental state is very strained and you need time to recuperate. How long until I'm back to work? From 9 to 12 months. Estimates may change. Fuck! Es kommt tatsächlich hin. Mindestens. So lange braucht es tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, den ganzen YouTube-Beef mit... I don't know how to say this, but I think I'm admitting guilt. Auch mit, what Annie the Duck, etc. What have you done? Die so nach einem Monat wiederkam und sagte, ja, wieder okay und Therapie etc. pp. Nach einem Monat. Wo ich dann auch gedacht habe, so, ja, nee, komm. Das dauert also mindestens ein Jahr. Oder mindestens ein halbes Jahr, um wirklich mal ein bisschen was aufzubrechen. Aber kein Monat. Naja, egal, anderes Thema. Das ist die YouTube-Runde. I have a few leads to discuss. Really? You think you're the only person in this town who wants to know what's going on? Let's get busy then. Okay. Na gut. Dann stürzen wir uns in die Arbeit, dann ist das unsere Therapie. Dieses alte Telefon hier, ne? Es ist wirklich noch alles so richtig... So richtig auf die 20er, 30er Jahre angelehnt, obwohl wir hier absolut in der Zukunft sind und im Cyberpunk-Universum sind. Können wir mit Sarah in Kontakt treten? Where do we start? Since the Zeppelin crashing into the building right after Green's death is more than just a lucky break. Lucky? For us, definitely not for them. You know exactly what I mean. Let's start with the connection between the Green case and the Icarus shooting. Oh. So the watch with a photo wasn't evidence of a friendly quarrel between Kovalev and Green? They were obviously very close. Oh, nee, will das nicht nehmen. You've identified him. Great. Yeah, it's a developer named Travis Collette. Travis Collette?
Bonjour, Travis. Travis Colette. Travis Cole. James. Sorry. Ah, okay. That damn snake again. It looks fresh this time. Probably made on the day of the massacre. Ja, wenn man dem Datum nachgeht. Das erste Bild, was wir hatten, war ja der 21.10. 21.29, jetzt ist es der 22.10. So, ja, ein Tag danach. Back in the circle of suspects. More on the periphery. Schon wieder, ja. Was the toxicology of the rest clean? Well, I wouldn't say that, but it was normal for this social class. Die Analyse zeigt, dass nicht identifizierbare Substanzen im Blut hatte. Etwas Vergleichbares gab es in keinem anderen Körper. Scheiß Thema. John Parker, Politiker und Teilhaber an der bekannten Firma. Frühere Beweise deuten darauf hin, dass er Greens Freund war. Ja. Okay, laughter? Nee. Natürlich, wir haben nicht gelacht. Wir haben mit ihm gelacht. Motherfuckers. I still can't believe it. At least their plans will take a while longer. Gene zur Herabsenkung des Alters für kostenfreie Körpernutzung und zusätzliche Gebühren für die Körpernutzung. Natürlich. Chief Steiners Vertrauensperson. Ein Profi in diskretem Arbeiten. Agent Dion. Dean? Agent Dean, wahrscheinlich, ne? Na ja, gut. Technische Pläne. Zeichnung der elektrischen Installation eines Gebäudes. Jede Form der Identifizierung wurde entfernt. Shit. Too many copper phase conductors with polyvinyl insulation. What? Die Nase. I really don't know. Ja. Der Mann mit dem verschlüsselten Icarite, Waffenhändler und Inhaber von Phalanx, der elitären Sicherheitsfirma. Oh, Phalanx. Woher kommt mir der Name Phalanx bekannt vor? Ah, war das nicht der erste Boss von Demon's Souls? Phalanx? Hieß er nicht auch so? Psycate, das musst du doch wissen, oder? I still don't know how he encrypted the Icarite. Why do something like that? To avoid answers when your corpse turns up in an inconvenient situation. Ich glaube, der erste Boss von Demon's Souls ist auch Phalanx. Aber okay. Pass auf. Der Mann mit dem verschlüsselten Nicorite, Waffenhändler und Inhaber von Phalanx, der elitären Sicherheitsfirma. Okay. Die Spur verschwindet. Was haben Greens Fall und die Schießereien in der Icarus bloß gemeinsam? Miller war es nicht. Technische Pläne. Agentin nehmen wir mal raus. Das können wir mit reinnehmen. Genau, weil wir hatten ja einen ähnlichen toxischen Cocktail bei Mr. Green. Pläne zur Herabsenkung nehmen wir auch erstmal raus. You think Kovalev had poison in his blood too? Like ja. Green? Hmm. Do you have access to the CTC registers? It should be in there by now. Checking. Roy, Park, Dean is there too, but no sign of Kovalev. So we have another connection to Green. A final death. Okay, das war ja schon mal alles ganz richtig. Was haben wir jetzt? Der Kuss des Todes. Diese Daten und das Symbol verbindet die Fälle der finalen Tode. Aber warum tötete Kovalev alle in der Icarus? Okay, das warum. Travis Colette. Es ist kein Kotelett, es ist Colette. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Ein wildes Boreak. Wo, Masu? Herzlich willkommen. Hallo, Masu. Wie geht's? Wie steht's, mein Lieber?
Ahoi, ahoi, richtig. Wie geht's dir? Alles im Lot? Der Politiker hat sich vor jemandem gefürchtet. Er konnte nicht länger mit seinen Plänen warten. Er hatte eine letzte Bitte an Kovalev, sein Werk zu vollenden. Sarah, you have access to the CTC registers. Just checked. Kovalev's Ikarite never made it there, which means that this is another... This is another final death. Genau. They both left this world, and they left behind quite a mess. Do you think they managed to carry out the plan from Green's letter? All we know is they gave their lives for it. Yeah. Could anyone here know Green and Kovalev were up to something? Damned good question. Let's check. Okay, nächste Schritte. Könnte jemand gewusst haben, dass Green und Kovalev etwas planten? Ja, unser Dean, ne? Wie ist denn der? Technische Pläne? Agent Dean, der muss das ja geahnt haben. Warum sonst sollte er am Tatort genau um diese Zeit genau dort sein, ne? Und auch noch Schmiergelder empfangen haben, anscheinend. Voraussichtlich. Ganz gut eigentlich, nur fertig. Ich habe 6 Stunden gepaddelt. Ach du meine Güte. Das letzte Mal, da, als ich gepaddelt habe, das war auch tatsächlich, ich weiß nicht, nennt man das Paddeln? Ne, Rudern. Rudern ist es nicht. Rudern ist ja nur im Ruderboot. Ich habe da auch gepaddelt. Das war im Kanu. Nennt man das im Kanu? Ist das auch Paddeln? Ich glaube ja, oder? Das war zu meiner Bundeswehrzeit. Gott, da haben wir einen 30-Kilometer-Marsch gemacht und dann mussten wir auch noch 2 Kilometer stromaufwärts entgegen der Strömung paddeln. Das war super anstrengend. Also Hut ab, 6 Stunden zu paddeln, das würde ich in meiner heutigen Form und Verfassung nicht mehr schaffen. Auf gar keinen Fall. So, wir nehmen mal Agent Dean, weil der scheint ja... Genau, was gewusst zu haben. Das Drink-Motiv. Es ist kein Zufall, dass er hier auf einen Drink vorbeikam. Als Cop und Liebling des Chiefs wusste er von Greens Tod. Was wollte er hier? Haben wir hier irgendwelche Indizien mit dem Koffer? John Park, Politiker und Teilhaber einer bekannten Firma. Frühere Beweise deuten darauf hin, dass er Greens Freund war. Technische Pläne, Zeichnung der elektrischen Gebäude, jedes Form identisch wurde entfernt. Okay, nee. Das würde ich jetzt nicht nehmen. Miller, der Mann mit dem verschlüsselten Waffenhändler in Havanna. Okay. Ja, okay. Also Agent Dean könnte entweder wegen Miller hier sein, dem Waffenhändler. Aber ich glaube eher wegen dem Plänen, oder? Ein Bauunternehmer mit dem bestickten Taschentuch. Besitzer mehrerer Wolkenkratzer darunter grünst. Nee. Körpergesetze. Hier. Pläne zur Herabsetzung des Alters für kostenfrei. Ich glaube, deswegen war er hier. Okay, nein, war nicht. Alles klar, gut. Dann nehme ich das andere. Dann nehme ich tatsächlich Miller. Are you sure? Ja, okay, nein, ich bin nicht sicher. Yes, ist auch actually, falsch. Let's look at it from a different angle. Ja, sehr gut. Ja, Hypothese verwerfen. Ist okay. Ich war falsch. Ich lag falsch. Try and Error, wa? Gehört der berühmten Psychologe im Beweis ihrer Anwesenheit der Ikaros. Pläne zur Herabsetzung des Alters, das hatten wir gerade. Ein Bauunternehmer mit einem bestickten Taschentuch. Besitzer mehrerer darunter. ARSU-79 ist jetzt ein Clan-Mitglied. Ja, herzlich willkommen im Clan. Herzlichen Dank, Masu, für den Resub. Man kann ja sagen Resub, ne? Auch wenn das jetzt so nicht ankam, weil ich jetzt schon länger nicht mehr online war. Hatte natürlich seine Gründe, Masu. Vielleicht hast du es... Ich weiß nicht, ob du auf meinem Discord bist. Da habe ich das ja so ein bisschen schon angedeutet, warum ich solche lange Auszeit brauchte und nehmen musste. Aber vielen Dank für den Resub, mein Lieber. Dean traf sich mit Travis Collette, dem Bauunternehmer. Wieso? Wieso ist denn wahrscheinlich die Pläne hierfür? Not bad. Okay. Seriously? No.
Ich dürfte kein Ermittler werden, liebe Leute. Ich dürfte wirklich kein Ermittler werden. Dann würde kein Fall gelöst werden. Ich sag's euch. John Park, Politiker und Teilhaber einer bekannten Firma. Frühere Beweise deuten darauf hin, dass er ein Freund war. James. Just wondering. Okay. Ja, ist das laut? Ach so, ja, ja, ja. Das Problem ist, das Problem an der Sache ist tatsächlich, dass normalerweise würden die ganzen Alerts hier über Lumia Stream, an der Software, die Lumia Stream genannt wird, laufen. Allerdings hatte Lumia Stream gerade heute neues Update und ich konnte das nicht verhindern, dass es updatet. Und Lumia Stream hat mit dem Update meine kompletten Alerts vernichtet und zerstört. Die muss ich morgen erstmal alle komplett neu einrichten. Und jetzt, provisorisch, habe ich die Alerts von Tippy Stream genommen. Und ich habe den Sound vorher nicht gecheckt, deswegen ist es leider ein bisschen laut. Das tut mir leid. Aber das wird sich dann am Montag wieder ändern, weil morgen werde ich mich dran setzen. Auch wieder das ganze Bling-Bling mit meiner Beleuchtung etc. Das wird dann alles wieder funktionieren. Deswegen eine Flashbang etc. Das gibt es heute alles nicht mehr. Aber ja. Ja. Ja, tatsächlich. Lumia Stream macht ein Update und die haben mir wirklich alles zerschossen. Die ganzen Alerts, alles, was ich hier mit meiner Philips Hue-Beleuchtung etc. hatte, das haben die alles zerstört mit dem Update. Das war echt schlimm. Technische Pläne, Zeichnung. Warte mal, was war denn das nochmal? Dean traf sich mit Colette, dem Bauunternehmer. Wieso? Der Mann mit dem verschlüsselten Waffenhändler und Inhaber vom Fallaxin. Okay. Ja, ach, Alter. Okay, dann kann es ja nur noch das Letzte sein. Gott, ich bin so schlecht, ne? Holy shit, ey. Meine Güte. Das war peinlich. Hättet ihr den als erstes genommen? Greens Geheimnis. Bevor Greens Tod öffentlich gemacht wurde, hat Dean versucht, die Wohnungspläne von Travis Colette zu bekommen. Was meinte Green in dem Brief? Von welchem Plan spricht er? Haben wir im Apartment etwas übersehen? Analyse abschließen. Machen wir mal. Shit. So Dean was buying the blueprints for Greens apartment from Colette. And Colette didn't know about Greens death. And that order not to board Icarus. You think Dean was following the chief's orders? Dean könnte für jemand anderen gearbeitet haben. Der Chief macht sich seinen Job zugunsten. Der Chief macht seinen Job so gut er kann. Der Chief wurde gekauft. Boah. Also ich glaube ja tatsächlich, dass der Dean für jemand anderes gearbeitet haben könnte. Oder es geht halt wirklich nach ganz oben und der Chief ist korrupt. Also es gibt ja eigentlich nur die beiden Möglichkeiten. Also entweder ist Dean korrupt oder der Chief ist korrupt. Bauunternehmer und Baupläne passen ja auch überhaupt nicht zusammen, ne? Warte, war das gerade der Bauunternehmer? Chan, hör auf! Das ist mir zu logisch. Meinst du, dass der Chief gekauft wurde? Also ich vermute mal, dass der Dean selber auch korrupt war. Das wäre in diesem gesamten Schauspiel allerdings zu einfach und zu kurz gedacht, glaube ich. Und zu engständig gedacht, weil das Ganze viel, viel größer ist, als dass ein einfacher Beamter irgendwie da mitspielen könnte oder seine Finger da mit dem Spiel hat. Deswegen vermute ich selber auch, dass es wirklich in die ganz obenen Ebene gehen. Also wir reden hier ja schon von den Spitzenpolitikern, ne? Wie den Green Tubi etc. Der ist ja wirklich an der Spitzenposition. Deswegen kann das sehr, sehr gut sein, dass der Chief da auch mit drin steckt. Ich nehme auch das dritte, Chan. Ich denke, du denkst zu kompliziert. Ja, das kann sehr gut sein. Das kann sehr gut sein. Aber was wollte er wirklich? Ich habe das Spiel noch nicht verstanden, aber ich glaube, alle sind so groß, inklusive Tier. So, es ist, ne? As long as everyone's focused on the riot now, the apartment should be empty. Great. Let's finish what we started. Okay, bringen wir es zu Ende. Complete. Repair cost and fine.
$938. Was? Oh, fuck you. Warum denn Bußgeld? Ja, danke. Bewahre einen kühlen Kopf. Was die Korruptheit von uns angeht, frag da mal Chan und die anderen. Die haben nämlich jemanden erschossen. Die wollten, dass ich jemanden erschieße. Jemanden eine Kugel gebe. Also ja, wir sind ziemlich korrupt. Wir haben auch schon eine Zigarre geklaut, einen Scotch Whisky geklaut. Also ja, wir sind auf jeden Fall nicht frei von Fehlern. Definitiv nicht.